Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Far Cry Primal auf der Xbox One. Ja, beim letzten Mal gab es ja lecker Ziege. Und wir haben uns in der Höhle gemütlich gemacht. Dann gehen wir jetzt mal in die dunkle Nacht hinaus. Die sollen wir schon mal wegbrennen. So. Ich glaube, da ist unsere Miezekatze. Die kann doch gar keinen Hunger mehr haben nach dem ganzen Mammut. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach unseren verschollenen Brüdern. Oh, Wölfe. Ich mag Wölfe. Ich glaube, die mögen mich auch. Oh, habe ich den angezündet? Sorry, Kleiner. Will mal da durch, lasst mich mal vorbei. Weg! Will nicht wissen, wie es ohne Feuer ausschauen würde. Ich glaube, da wäre ich denen in ihrem Mittagssnack. Mitternachtssnack. Hier war jemand. Fleisch. Irgendwas, ich kann es nur nicht genau erkennen. Kann man eigentlich diese Keule wieder anzünden? Ah, hier. Dann schauen wir doch nochmal nach, was da lag. Eine Tasche. Oder irgendwas in der Art. Dann folgen wir den Spuren mal weiter. Scheint aber auch ziemlich verletzt zu sein. Da oben. Ah, schon wieder Wasser. Das auch irgendwie anzünden. Das leuchtet immer so komisch. So. Ach, so geht das. Sehr schön. Dann haben wir schon mal ein bisschen Licht.
Warum läuft der, die, das vor uns weg? Oh, meine Keule brennt auch langsam runter. Sollen wir uns ein bisschen beeilen, bevor da unsere Licht ausgeht. Wir zünden einfach mal diese Rattennester hier an. Jetzt ist er aus. Aber wir haben noch eine. Sehr schön. Nach oben. Und wieder ins Wasser. Ganz schön schnell. Oh. Ich glaube, die sollte mich lieber nicht sehen. Und die hat jemand im Maul. Da kommen wir nicht raus. Doch gerade die Mietzekatze hoch. Hier kommen wir raus. Hinter dir. Das ist immer noch dieselbe Katze. Ganz Narben auf der Seite. Na, orrospi? Palu, sashwalim shalam. Takar hasam. Saila. Tigri chawasu, tii bayamartis. Tigri udam daf. Udam shaus. Dausam. Takar ulim. Mi kawa ahatra guama guama Warum auch immer die gute Ohren von Udams sammelt.
Entweder zum Essen oder für irgendwelche Rituale. Na, wer weiß. Jetzt sind wir mit in ihrem Lager. Ada. Was sind Bären? Keine Ohren. Zum Glück. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijara. Udam. Pai hu winja hu guana. Winja haiwa guasha. Jetzt weiß ich, wo die Ohren sind. Um ihren Hals. Tigre dansa dobo. Sakui. Ay. Walta lauba akista. Nii barra. So. Walta lauba waida. Hatigi walni yaka. Trauman happy. Walta lauba waida. Jetzt sollen wir Grünblätter finden. Weil unsere Gute hier ein bisschen angeschlagen ist. Oh, jetzt kann man neue Sachen herstellen. Oder auch nicht. Da fehlt uns überall noch ein bisschen was. Ah, eine neue Fähigkeit. Das können wir alles schon. Mehr Gesundheit. Können wir uns während des Laufens heilen? Dann nehmen wir mal das, die primitive Heilung. Was soll ich denn im Handwerksmenü? Neue Objekte. Ja, die kann ich ja nicht herstellen. Schön. Da haben wir jetzt ein Ziel. Okay, da müssen wir schon mal hin. Jetzt nehmen wir erstmal wieder unseren Bogen. Da fühle ich mich ein bisschen sicherer. Solange uns nicht irgendwo wieder so ein kleiner Tiger begegnet oder ähnliches, ist ja alles harmlos. Hoffe ich. Ziegen. Ich höre Ziegen. Da müssen wir aber nicht hin. Ich glaube, zu essen müssten wir auch noch haben.
lassen wir gleich da. Oh. Was macht denn der da unten? Udam. Der scheint zu tanzen. Oh ne, da ist ein Toter. Tasche voll. Ah, hier sind Grünblätter. Wie der Name schon sagt, Grünblätter. Ich glaube, so einfältig mit den Namen damals waren sie ja noch nicht. Grünes Blatt, blaues Blatt, rotes Blatt und so weiter. Blaue Blume. Blaublatt. Da brennt Feuer. Feuer ist immer irgendwer. Sehe aber niemand. Hier ist auch niemand. Pfeile kann man auch anzünden. Schildkröten. Können die auch essen? Tasche für Gegenstand voll. Ich habe doch noch keine Schildkröten. Na, wir sollten uns mal vielleicht ein bisschen beeilen. Nicht, dass unsere Freundin da oben verblutet. Problem gelöst. Nicht gelöst. Gelöst. Na, zumindest unsere Pfeile hätte ich noch gerne wieder. Die scheint sich sehr hier schmecken zu lassen. Wie ich das richtig gehört habe, sind das ja alles Menschenfresser, diese Udams. Mal noch ein Reh mitnehmen. Dass wir auch zu Hause was zu essen haben. Dann ganz schnell wieder nach Hause. Nicht, dass unsere Gute da oben vor sich hin stirbt. Ich höre jemand. Irgendwas spricht. Zu hören war er, nur noch nicht zu sehen. Ist hier noch einer? Ja. Wo ist der? Ich sehe nicht. Da ist er. Aua. Komm hoch.
war schneller. So nah an uns im Lager. Muss das nicht sein, dass die da sich ansiedeln? So, ich komme schon. Ja, deine Blätter. Seiler. Die Walnaji. Shaja Tani Chlauta. Hu Chlauata. Tani. Dubu. Walna Maiska. Luhayam, Urusqua Pacham. Palhubayatar. Wool. Hearth. Udam. Salwa Tija. Uanna. Winja Waida. Tuhai Padas Shwa. Ah, jetzt haben wir die Karte dazu. Was haben wir denn hier? Ein Leuchtfeuer und da müssen wir hin. Bring Densei den Schamanen ins Torf. Na, das machen wir doch. Hirsche und Ziegen gibt es hier zu jagen und Wildschweine. Was haben wir hier? Rothunde? Dann machen wir uns erstmal in die Richtung zur Mission, dass wir hier unser Dorf oder unsere Höhle ein bisschen vergrößern. So, bevor wir hier uns jetzt wieder auf die Suche begeben, würde ich sagen, machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch schon mal noch einen schönen Tag und wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Macht's gut!